Hey Leute und seid alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht hier im Hintergrund schon, was wir jetzt spielen werden. Für alle, die es nicht sehen, weil sie das Zeichen nicht kennen. Wir fangen heute an mit unserem Let's Play Skyrim. Die Elder Scrolls 5 Skyrim, besser gesagt. Ich habe das ja ewig lang schon angekündigt, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel reden. Wir starten jetzt einfach das Spiel. So einfach losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Die dunklen Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruderzwist zum Kriege führt, Alduin Königsgeisel wird befreit, Schatten der Vergangenheit so hungrig, dass nach der ganzen Welt reagiert, oder was auch immer das stand. Ja, hier haben wir direkt schon das Beispiel für die ewig langen Ladebildschirme in Skyrim, die sind gerade immer so lang. Ich werde die dann wegschneiden, meistens, wenn die zu lang werden. Ja, genaueres zum Spiel, wieso, was und alles, das erkläre ich euch gleich. Jetzt schauen wir erstmal das Intro. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, mach. Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Wo gehen die hin? Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Ins Haus. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, warte! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen.
Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht um Bogen schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor! Wer seid ihr? So, und damit geht es dann los. Wir sind jetzt bei der Charaktererstellung. Ich glaube, ich werde hier gar nicht lange rummachen. Ich werde hier einfach, rummachen gesagt. Ich werde hier einfach, das glaube ich jetzt gleich cutten. Ich zeige euch nur mal eben, was wir hier alles für Völker haben. Wir haben hier die Argonia. Das sind so Echsenwesen-Dinger. Die Bretonen. Das sind, menschenartige Wesen, die Magieresistenz haben. Die Dunkelelfen sind, halt Elfen, die sehr begabt mit Feuermagie sind. Die Hochelfen sind die magiebegabtesten Wesen im Spiel. Die Kaiserlichen sind so die Standardmenschen, sage ich mal, die im Kaiserreich leben. Ich werde euch mal, wir werden im Laufe des Spiels ziemlich viel von der Geschichte und so mitbekommen. Ich werde mir auch sehr viel Zeit nehmen bei diesen ganzen Sachen, wo man halt über Geschichte erfährt und so, damit ihr euch da einen Eindruck machen könnt. Weil wenn ich euch jetzt zum Beispiel was über den Bürgerkrieg erzähle, ist das meine eigene Meinung. Aber ich will halt, dass ihr euch eine eigene Meinung bildet. Dass wir diese Geschichte hier zusammen durchspielen und deshalb erzähle ich immer nur ganz grob so Sachen und die Eindrücke müsst ihr euch dann selber machen. Die Khajiit ist ein Katzenvolk, sind sehr geschickte Diebe, sage ich jetzt mal. Wobei sie leider in dem Spiel ja als Diebe verurteilt werden. Was man natürlich nicht auf jeden dieser Khajiit, also was natürlich nicht immer zutrifft, aber sie sind hier in Himmelsrand, also wir befinden uns hier in der Provinz Himmelsrand, ist leider ein sehr gehasstes Volk hier. Die Nord, das sind hier die Heimischen in Himmelsrand, also Himmelsrand ist das nördlichste Gebiet auf dem Kontinent hier in dieser Welt. Die Nord sind die Einheimischen hier, die vertragen gut Kälte, können gut austeilen. Orks sind, sind jetzt nicht so die allerschönsten Wesen, sind aber ziemlich stark und, gute Leute, wenn man nachts jemanden erschrecken will, würde ich mal sagen. Rotwardonen sind auch gehasst hier in Himmelsrand, kommen nämlich aus einer anderen Provinz, sind aber eigentlich sehr zähe Kämpfer, muss man sagen. Und zum Schluss haben wir noch den Waldelfen. Sieht ein bisschen seltsam aus. Guter Bogenschütze. Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was wir denn spielen werden. Also, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich einen Charakter aufzubauen. Entweder man ist halt so ein Typ mit schwerer Rüstung und hat dann eine Zweihandwaffe oder nur eine Einhandwaffe. Oder man geht dann doch lieber auf eher so auf Schleichen. Dann kann man halt besser schleichen, ist unentdeckter. Da muss man sich noch entscheiden, nimmt man eine Waffe, also nimmt man eine Zweihandwaffe, eine Einhandwaffe oder vielleicht noch einen Bogen. Oder ist man vielleicht sogar Magier? Das ist, da gibt es ganz viele Möglichkeiten hier in dem Spiel. Und Magier werden wir nicht spielen, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ihr müsst jetzt einfach mit dem zurechtkommen, was ich mir da vorgestellt habe. Und da ja irgendwie jeder, wenn man Skyrim Let's Play guckt, jeder spielt irgendwie mit Schwert und sowas und Fiege sogar mit Schwert und Magie, halte ich überhaupt nichts von. Ich glaube, wir werden, weil ich ja das erste Mal jetzt Skyrim überhaupt am PC spiele, muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Normalerweise spiele ich Skyrim auf der PS3, aber um es jetzt aufzunehmen, habe ich mir das extra für den PC gekauft. Und ich habe es vorher auch noch gar nicht getestet. Ich hoffe, dass es mit der Soundqualität und so vorher hier überhaupt ganz okay. Also ich habe noch nie mit Maus Skyrim gespielt, deshalb habe ich überhaupt keine Ahnung, wie sich das hier anfühlt. Deshalb bin ich auch fast geneigt, mal im Bogenschützen zu spielen, weil man mit der Maus ja viel mehr Gefühl hat eigentlich, als mit dem Controller. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Waldelfen nehmen.
Dann sollen wir doch lieber Nord nehmen. Ich glaube, wir nehmen Nord. So. Körper lassen wir männlich. Das schneide ich jetzt einfach raus. Wir sehen uns dann gleich einfach wieder, wenn, wenn ich hier fertig bin mit dem Charakter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe meine Auswahl getroffen. Sieht jetzt nicht so... Oh, die Narbe sieht noch nicht gut aus. Sieht jetzt nicht so ganz anders aus als vorher. Ich habe jetzt mich einfach kurz gehalten. Einfach nur, weil man später seinen eigenen Kämpfer... Also man sieht seinen eigenen Charakter sowieso nie im Spiel. Später. Ich mache mal gerade die Narbe hier noch ein bisschen anders. So eine einfachere Narbe. Gut. Ich würde sagen, das soll soweit gewesen sein. Also, machen wir hier weiter, bitte. So, er fertig. So, und jetzt müssen wir so einen Namen geben. Ja, hallo, mach, okay. Wie nennen wir uns denn? Wir nennen uns jetzt einfach mal... hier, kennt der Herr der Ringe? Wir nennen uns mal... Faramir. So. Enter. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Ist sehr sympathisch. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Also, wir waren ja gerade eben mit denen in der Kutsche, ne? Mit den Sturmmänteln. Hier die Leute in Blau. Und sie gefangen genommen wurden und wir haben überhaupt nichts getan. Und jetzt sollen wir hingerichtet werden. Ist doch toll. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Da ist jemand entschlossen zu sterben. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Soll ich hingucken oder soll ich weggucken? Könnt ihr das aufsagen? Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalunter Nord, ihr seid dran. Aber... Bitte. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ja. Ich habe gesagt, nächster Nein. Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön. Doch, war ein ziemlich kurzes Let's Play. Tut mir leid. Leider war die Schwierigkeitsstufe dann doch zu hoch gewählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt sterben. Es ist noch gut verschmiert, Leute. Hygiene und so. Hey. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Es ist in den Wolken. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Okay, ich kann nicht gut überrascht schauspielern. So. Na komm, steh auf. Hey, Stammesbruder. Oh, hey. Ja. Komm schon. Die Götter werden uns keine zweite Chance geben. Okay. Hier entlang. Ich folge dir. Argov. Von Flusswald. Auf geht's. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Kann Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Da ist was dran. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Okay. Los! Hoch durch den Turm. Boah, die Steuerung, das ist voll das andere Gefühl, mit den Pfeiltasten zu laufen. Den Turm hinauf! Ja! Los, schnell, 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 schnell! Du bist nur einige von... Ah, ah.
Immer müssen diese Drachen übertreiben. Aber das tut mir leid. Ja, komm. Okay, der backt hier ein bisschen rum. Komm, hopp, hopp, hopp. Was da? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Gut. Los, wir folgen euch, sobald wir können. Alter, wir sind hier Neo. Wir sind Neo aus Matrix, wir können springen. Nein, mein Handy vibriert. Einen Moment, ich muss das gerade ausstellen. Sonst nervt das hier gleich. Läuft doch gut. So. Ach, hier haben wir direkt das Quest-Tagebuch. Moment, dann nutze ich hier mal ganz kurz die Möglichkeit. Wir wollen auf die Kurseempfindlichkeit muss hier ein bisschen hoch, weil das hier ist mir ein bisschen... Also vorher war es ja so und das ist ein bisschen zu lame. Deshalb machen wir das Ganze mal so, damit ich mich hier auch bewegen kann. So. Bla 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 Adept. Also es gibt hier Novizes. Hallo? Achso. Nein. Ich würde das gerne runterstellen. Hallo. Also Noviz ist das einfachste. Dann kommt Gaming und wir spielen jetzt einfach mal auf Adept. Das sollte eigentlich reichen. Speichern funktioniert gut. Anzeige. Das müsste eigentlich alles so okay sein. Audio wollte ich mal gerade eben gucken. Buchstaben nicht ganz so laut. Musik, okay. Weil die Stimmen kommen mir ein bisschen leise vor. Ich werde das dann zur nächsten Folge noch ein bisschen verbessern. Ah, jetzt kann ich wenigstens gucken. Okay. Jetzt sind wir dem hinterher. Achso. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist es gerade auf dem Ohr ganz extrem. Wenn ich nach da gucke, ist der voll leise, wenn jemand neben mir spricht. Okay, die Grafikeinstellungen müssen wir auch nochmal bearbeiten. Jetzt würde ich so gerne reden, ne? Aber die reden hier alle 3 Sekunden. Wir rennen dem jetzt einfach hinterher und da oben ist der Drache. Ja, okay, Wand. Wir sollten Drachen. Ja, ich folge dir, ich hätte nichts anderes vor. Alles wackelt hier, der Drache ist einfach zu fett. Du bist direkt ein Erdbeben aus. Wo ist denn der? Oh, Scheiße. Wieso muss uns sowas immer passieren? Oh, Argo. Hat wir? Argo? Leute, nicht unterhalten, handeln. Oh, wen folgen wir jetzt? Hargoff oder Hatwa? Hatwa. Ist mir jetzt egal. Wo wollt ihr denn hin? Bei Zuckersahne geht es hier entlang. Ich glaube, dem Hatwa, den Hatwa zu folgen, ist sinnvoller. Weil wir sind hier in kaiserlichem Gebiet. Deshalb folgen wir dem kaiserlichen. Das macht mehr Sinn. Also, was wir jetzt alles mitbekommen haben, ich fasse zusammen. Wir sind gefangen worden von kaiserlichen. Weil die denken, dass wir Sturmmantel sind. So, es gibt einen Krieg, einen Bürgerkrieg zwischen Kaiserlichen und Sturmmantel. Das Kaiserreich ist, herrscht hier momentan und die Sturmmantel wollen halt die Unabhängigkeit für dieses Land. Aber das erfahren wir eigentlich später. Ja, das wäre nett. Mach mal. Höhe ist meine Fessel. Na bitte. Danke. Sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja. Okay, ich habe hier gerade ich sehe mal, ob ich etwas gegen muss mal kurz gucken. Ich habe hier links neben mir die Steuerung liegen, also wie man steuert. Ich muss mal eben gucken, wie man die Hand rausholt. Besorgt euch besser eine Ausrüstung. Hand. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung Zeit. Findet. Ich finde das hier nicht. Also mein Tab ist Inventar Tab. Es muss eins, und hier ist unser Inventar, das ist doch schon mal gut. Ich würde aber gerne wissen, wie ich meine Hände rausholen kann. Also ich... Okay, ich weiß jetzt, wie ich sie rauskrieg. Fäuste. Faust Gottes. Bam. Nein, ich will doch nur wissen, wie ich meine Hände jetzt auch wieder wegstecken kann. Umschalttaste? Nee. Boah, ist das jetzt bitter. Da, auf R. Ha, okay. Gut. So. Gut, wir schauen uns hier ein wenig um. Geld. Ach Mist. Mit R nehme ich das Zeug. Mit E nehme ich das Zeug. Okay.
Oh, da haben wir ein Buch. Halt mir die Klappe bitte. Ja, in Himmels, also hier in Skyrim, gibt es ganz, ganz viele Bücher. Weil ich euch die nicht alle vorlesen will, aber dennoch weiß, dass viele von euch gerne lesen, werde ich das Buch jetzt einfach durchblättern und ihr könnt dann immer auf Stopp drücken, falls ihr das lesen wollt, okay? So. Ich muss die Grafikeinstellung hochmachen. Also ihr könnt jetzt auf Stopp drücken, dann lesen, ich blätter nämlich jetzt einfach weiter. Okay, das war's auch schon. Das Buch lassen wir hier. Ich weiß nicht, was da jetzt drin steht. Also es gibt viele Bücher. Und wir haben hier einen Helm und Gold. Und also die Bücher sind oft sehr interessant, erzählen viel über die Geschichte. Macht wirklich Sinn, die ab und zu mal dann zu lesen, wenn ihr wollt. Und wir ziehen uns hier mal alles an. Einfach alles mitnehmen. Ja, hatte mal die Klappe. Lass mich mal einfach mal machen. So, wir kommen ins Menü mit Tab. So, und dann gehen wir hier auf unsere Objekte und gucken mal, was wir so haben. Wir haben ein Schwert und dann haben wir hier eine Rüstung. Und wie kann ich Sachen wegwerfen? Mit R. Okay, und wir haben Schlüssel. Schöner Schlüssel. Okay. Und jetzt ziehen wir unser Schwert. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Und zwar, man hat ja zwei Hände, eine rechte und eine linke. Ach was. Und ich kann mit der linken Maustaste die rechte Hand bedienen und mit der rechten Maustaste die linke Hand. Das ist ein bisschen seltsam. So, ich folge dir, Hadwa. Geh vor. Kommt, hier entlang. Ja. Wir folgen dir, Hadwa. Mit unserem super Schwert. Wir müssen los. Der Drache zerstört die Gesamte. Ach, wie kann ich reichen? Mist. STRG. Gib mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Red noch Vielleicht lauter. Lassen Sie mit sich reden. Hallo. Freiheit. Was? Nein. Ich will doch. Ja, komm. Schön, dass ich es überhaupt nicht wegnehmen kann. Ja. Was? Nimm das. Lass mich mal sehen. So, Page-Schild. Wir könnten ein Schild. Ich weiß noch gar nicht, wie wir spielen wollen. Handschuhe haben wir noch keine. Eine Axt macht mehr Schaden als unser Schwert. Schwingt aber langsamer. Ich glaube, wir werden so ein Typ, der mit Schwert und Schild rumläuft. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder wollen wir einhändig oder zweihändig spielen? Ich glaube, wir spielen einhändig. Ja, in der PlayStation habe ich zwei. Ja, wir spielen einhändig mit Schild, glaube ich. Dann können wir nämlich jetzt hier unsere Handschuhe anziehen, unser Schild anziehen. So. Jetzt haben wir hier ein Schild, mit dem wir schön blocken können. Oder wir spielen halt zweihändig. Dann machen wir halt mehr Schaden. Können schlechter blocken. Müssen wir uns entscheiden nachher. Wir nehmen jetzt erstmal das Schild und rennen dem Papa hier weiter hinterher. Magst du uns das Schwert abbrechen? Kirscheis, komm. Komm, geh. Jetzt geh, Alter. Also ich sehe schon, ich muss die Grafikeinstellung wirklich ein bisschen hochdrehen, weil das ja teilweise sehr unscharf ist. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ach so, apropos die Folgen. Das machen wir gleich, wenn wir draußen sind. Ah. Der Tag heute läuft gut, was war, ne? Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Ja, also wenn ich zur Seite gucke, dann klingen die Stimmen ziemlich komisch. Da sind Sturmmäntel. Okay, also das Kampfverhalten ist dann doch irgendwie ziemlich anders. Dem gerade in den Hals gestochen. Ein alter Lachraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gucken immer erstmal, was die dabei haben. Gebrauchen. Nein, jetzt habe ich das genommen. Was waren das? Stiefel. Wie kann ich die abwägen mit R? Okay. So,
So, wir gucken uns erstmal um. Hier findet man nämlich immer zum Beispiel Zaubertränke, Salz. Wir nehmen erstmal so ein bisschen was mit, ne, damit wir so ein bisschen Grundvorrat haben. Hier nehmen wir direkt alles mit. Da haben wir noch einen Zaubertrank. Ja, lass uns weitergehen. Und ja. Fertig, hier entlang. So, da ist nix, gut. Okay, wir müssen jetzt hier aus dieser... Die Folterkammer. Wir müssen jetzt aus dieser Festung raus. Kommt schon! Wir machen halt noch relativ wenig Schaden, aber... Jawoll. Wir haben gerade unsere einhändige Fähigkeit verbessert. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Schauen wir uns mal an. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Streitkolben. Bitte. Eisenschild. Mit solch einem Unsinn. Oh, Bücher. Dietrich, obwohl, Dietrich, Deutsch, auch nicht. Geschichtliche Überblick des Kaiserreiches. Viel Spaß beim Lesen, falls ihr das wollt. Manche Bücher hier sind ziemlich lang. So, das war's auch schon. Während ihr ein Buch liest, rede ich natürlich nicht, weil ihr dann nicht stoppt. Und wenn ihr nicht stoppt, ist auch egal, die paar Sekunden. Und da ist der zweite Band, also die Fortsetzung von dem. Man hört wahrscheinlich meine Tasten, weil ich da gerade so voll drauf hämmer. So, ich hoffe, man hört nicht mein, das, ich hoffe, man hört nicht meinen PC im Hintergrund, weil der nämlich gerade hier doch, also ich höre die Lüftung von meinem PC gerade. Hier haben wir noch einen Tornister. Dann nehmen wir direkt alles mit. Oh, und das nächste Buch. Das ist ganz interessant. Das würde ich mir an eurer Stelle jetzt allgemein durchlesen, denn das ist, so ein bisschen, also das wird uns später noch betreffen, was da drin steht. Das war die Geschichte über das Drachenblut. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Ja, wir brauchen alles, das finde ich immer ziemlich cool. Hier kann man nämlich so Schlösser knacken. Ich versuche mich da jetzt einfach mal. So. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Und ein Zauberbuch. Und der Typ hat auch noch was dabei. Das nehmen wir auch alles mit. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz was. Und zwar... Welche Taste? Ha. Und zwar haben wir hier die Objekte. Jetzt haben wir hier ein Zauberbuch. Und wenn wir das lesen, dann haben wir direkt das weggeworfen. Wenn wir das lesen... Bücher da. E benutzen. Jetzt habe ich wieder unten, wir haben einen neuen Zauber gelernt. Und das Interessante ist, also wir haben hier noch den Reiter Magie. Und da haben wir halt die ganzen Zauber. Ich möchte das hier mal mit F zu Favoriten hinzufügen. Und das hier... Hier das mal ausrüsten. So, und hier mal aktive Effekte. Und hier Zerstörung haben wir jetzt Flammen und Funken, das brauchen wir aber nicht. Was ich gerade vergessen habe, fällt mir ein, wir haben ja eine...
Wir haben ja neue Sachen hier. Wir haben ein Eisenschild, das wir ausrüsten. Dann können wir das ja eigentlich wegwerfen. Und wir nehmen den Streitkolben statt dem Schwert. So, dann sind wir so ein... Dann haben wir eine stärkere Waffe. Und ein besseres Schild. Bedeutet, wir werden noch auf schwere Rüstung gehen, nicht auf leichte. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Halt's Maul. So, wir gehen weiter. Ich war eben bei den Folgen, dann habe ich, glaube ich, unterbrochen. Die Folgen werden hier immer so... Ich versuche immer so 20 bis 30 Minuten Folgen zu machen. Das ist aber immer relativ schwer bei dem Spiel hier. Weil halt immer so viel passiert und das kann man nicht immer so alles abschätzen. Die erste Folge hier wird auf jeden Fall länger... wird auf jeden Fall länger dauern. Einfach weil es halt die erste Folge ist. Und ich versuche halt immer... Also ich versuche immer nicht... Na los, beeilt euch! Halt's mal. Ich versuche immer nicht nach Zeit zu gehen, sondern immer so ein bisschen... Hier unten ja, geht doch. Und immer so ein bisschen nach der Handlung. Also nicht hier mittendrin abbrechen, sondern ich gehe hier raus, gucke dann auf die Uhr und dann brechen wir ab oder machen halt weiter, je nachdem wie die Zeit ist. Das gucken wir dann einfach mal. Ich rede wieder unnützes Zeug. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der diese Sturmhäntel? Einen Moment. Für den Kaiser. Oh Gott, die haben 2-2 hin, ne? Bam, nein. Ah. Ich muss aufpassen, wir spielen immerhin auf Adept, da kann man schon sterben. Also auf Novize, wenn man auf Novize stirbt, dann hat man irgendwas. Hat man irgendwas falsch gemacht. Ah, lauf mal. Voll die Fresse. Bam. Also ich muss mich hier ein bisschen dran gewöhnen, also entschuldigt mich, falls ich hier so ein bisschen verkacke. Es ist doch relativ anders, das Gefühl. Zwischen. Also der Unterschied zwischen PS3 und PC. Vom Spiel, vom Feeling her ist schon ganz anderes. Vor allem hier mit dem Schlagen, das ist ein bisschen seltsam. Aber ich versuch's einfach. Der tut mir leid. Komm her. Was ist das denn für ein Feigling? Alter, was ist denn für einer? Meine Güte. Das brauchen wir alles nicht. Wir machen lieber hier mal. So weiterkommen. Hat war? Magst du uns hinterherkommen? Hm? Was war das denn? Oh cool, ich kann niemand kommen. So, wir gehen einfach weiter. Wir müssen jetzt irgendwie hier aus dieser Festung raus. Komm, hat war. Ich glaube, wir gehen doch lieber auf Schwerter. Nicht auf Streitkolben. Schwerter sind einfach geil. Was ist jetzt da zusammengenommen? Da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengekommen ist. Ja, da hast du recht, du. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Dann geh. Das nervt mich an Skyrim immer so ein bisschen. Die reden dann unendlich und dann sagen die, wir gehen jetzt. Und dann werden die mal alle 2 Sekunden stehen. Wir erkunden hier ein bisschen. Das finde ich richtig cool an Skyrim. Also für alle, die das nicht kennen. Ich denke, die meisten von euch haben das bestimmt schon mal irgendwie gesehen, das Spiel. Aber in Skyrim kann man halt einfach sehr, sehr viel entdecken. Und es lohnt sich immer in allen Höhlen immer mal nach Kisten zu suchen oder in Nebengänge zu gehen, weil man da oft doch ganz gute Sachen teilweise findet. Haben wir das Schwert noch? Ich finde Schwerter besser. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Komm, auf. Geh. Schwerter deshalb, weil die einfach geiler sind. Kann man immer so schön stechen. Komm, geh. Das meine ich mit dem Stehenbleiben. Die Folgen werden übrigens, ich bin hier mit dem Thema immer ganz durcheinander, die Folgen werden jeden Tag kommen. Oder fast jeden Tag. Also ich versuche es jeden Tag und, boah, Spinnen. Oh nein, ich verstecke mich. Du Scheiße, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Frostspinnen. Oh, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Aber die haben Gift dabei, das nehmen wir mit. Und hier haben wir Spinneneier. Und was gibt's hier noch? Da oben ist noch Feuer. Wieso brennt hier Feuer? Das sind scheinbar intelligente Spinnen, die können Feuer anzünden. Und noch ein Eisenstreitkolben. Was haben wir denn noch so? Gut, dann gehen wir weiter.
Ich kenne mich jetzt ein bisschen aus. Hier entlang scheint es richtig zu sein. Ich habe das Spiel halt schon ziemlich oft gespielt und schon ziemlich gut durchgespielt. Also nicht durchgespielt, aber schon ziemlich weit teilweise. Ich werde aber nichts verraten, wenn wir halt zwischendurch spielen. Ich werde dann natürlich in die versteckten Gänge reingehen, die ich kenne. Aber so von... Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Da? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht angehen. Was denn du für einer? Wir kämpfen gegen Soldaten der Sturmmäntel, wir kämpfen gegen Drachen. Dann können wir doch hier einfach mal... Ne? Komm. Und so stark bist du ja nicht. Scheißbär. Machen wir mal zu. Bam. Voll ins Maul gehauen. Mit dem Streitkolben. Bärenklauen, Bärenpelz. Wir nehmen alles mit, was ich euch zeigen muss. Automatisch speichern. Hier unter Objekte, wir haben hier unten eine Traglast von 300. Und da haben wir jetzt 56 von ausgeschöpft. Also können wir ganz gut mitnehmen, momentan noch. Wobei wir die 300 später auch brauchen werden. Gerade eben habe ich gesagt, ich werde euch nichts von der Geschichte verraten. Daran werde ich mich halten, also ich werde euch wirklich nichts verraten. Ich werde einfach hier durchgehen, werde dann natürlich nicht so tun, als würde ich jetzt nicht wissen, wie es weitergeht, aber ich sage euch jetzt nicht vorher, da kommen jetzt Wölfe, die uns angreifen. Ich laufe dann einfach mal rein, ne? Ich laufe dann in die Fallen rein und so, damit es spannender wird. Und ich glaube, wir sind jetzt endlich raus und was ist das? Das ist ein Zwergenkrieger, ein Dwemer. Das Tragen schwerer Rüstung oder der Gebrauch schwerer Waffen macht dich langsamer. So. Ich glaube, ich schneide den Ladebildschirm jetzt doch nicht raus. Ich gucke mal, wie lange der dauert. Wenn ich im Ladebildschirm rede, schneide ich sowieso nicht raus. Eigentlich könnte ich die Ladebildschirme dazu nutzen, euch was zu erzählen. Weil ich will so viel erzählen die ganze Zeit, so organisationstechnisch. Und das beißt sich dann immer so mit dem Spielinhalt. Das merke ich. Das nervt mich gerade selber ein bisschen. Das macht nichts. Aber wir sind jetzt aus Helgen raus, aus der Burg. Wartet! Was denn? Drache. Der ist weg. Taschendiebstahl. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber okay, Moment, nicht ich guck mal ganz kurz. F. So, jetzt können wir uns hier mal angucken. So sehen wir aus. Am nächsten. Schönes Schild. Kaiserliche Rüstung, da ist unser Streitkolben. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel so. Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es. Ja, wir müssen jetzt nach Fürswald. Das ist so ein kleines Dorf hier in der Nähe. Da müssen wir hin und wir können ja hier mal ein bisschen in Third-Person-Sicht rumlaufen. Verfolgerperspektive nennen die das hier in der Spielanleitung. Also ich habe hier die Spielanleitung neben mir liegen, damit ich die Steuerung sehe. Wir folgen dem jetzt einfach mal nach Flusswald. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Das ist wieder typisch, immer alles auf die Feinde schieben. So, aber wir haben eine neue Quest. Apropos Quests, wir können ja hier mal... hier haben wir immer unsere Quests. Und vor dem Sturm ist unsere Quest, sprich in Fürswald mit Alwar. Und dann haben wir halt hier unter Verschiedenes, dass wir der kaiserlichen Armee beitreten sollen. Wir sammeln die Quests immer und dann werden wir die irgendwann alle abarbeiten. Ich bin mal gespannt, wie weit wir hier in dem Spiel kommen. Und ich werde die Folge hier beenden, sobald wir Fürswald erreicht haben, weil ich nehme jetzt schon seit... Seht ihr die Ruine schon gut oben, eine halbe Stunde auf. Was? Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Ödsturzhügelgrab. Also ich muss sagen, die Landschaft, ne, also das ist ja, dafür liebe ich Skyrim, ja. Die Landschaft hier, die ist einfach so atemberaubend schön. Eigentlich müsste man jetzt hier die Auenland-Musik einspielen. Ich glaube, das mache ich sogar scheiß auf GEMA. Hier können wir uns jetzt den Kriegerstein aussuchen. Ich glaube, jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich spiele nicht mit Schwert, das mache ich trotzdem, ist egal. Ein Krieger. In dem Moment, da ich euch
jetzt hier zu Orgern gesehen. Es ist echt schön hier, wenn ich die Grafik uns überstelle. Meine Güte. Ach, ist das herrlich. Siehst du? Wir können weitergehen. Ja, die Landschaft hier ist echt verdammt schön. Ihr seht oben, also ganz oben, am Bildschirmrand, ist so eine Geiste. Da sehen wir jetzt da so ein Dings. Das heißt, dass da irgendwo eine Mine ist, die wir entdecken können. Ach, Moment, wir können ja hier mal. Das ist die Karte von Himmelsrand. Ups. Hab ich einen Wegpunkt gesetzt. Geh weg. Entfernen. So. Wir befinden uns hier, also hier ist Helgen, da waren wir eben, dann sind wir hier rausgelaufen, jetzt sind hier die Wächtersteine. Und da ist Flusswald, da müssen wir hin. Und ja, das hier ist die Map, die es zu erkunden gilt. Also hier gibt es überall versteckte Orte, überall Minen und irgendwelche Gräber und Festungen und alles mögliche, was wir erkunden können. Es ist wirklich toll, hier einfach mal rumzulaufen und zu erkunden, vor allem wird man in jeder Ecke angegriffen von irgendwas. Immer verdammt gut. Wir laufen jetzt hier noch nach Flusswald und dann ist die erste Folge vorbei. Wie gesagt, ich werde dann die Folgen versuchen, jeden Tag hochzuladen. Das werde ich auch erstmal schaffen, weil wir momentan Ferien haben. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns dieses LP hier hinführen wird. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten ja besser aus dem Weg. Und also wir sind jetzt hier mitten in einen Drachenangriff geraten zu Beginn unserer Geschichte. Und als wäre das nicht genug, sind wir dann noch Opfer des Bürgerkriegs geworden, mit dem wir gar nichts zu tun haben. Wir sollten uns jetzt auch noch da einmischen. Pilze sammeln ist immer gut. Muratam. Tapinella. Wölfe! Bam! 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 Wieso hat der Wolf... Wen hast du gefressen? Wir nehmen den Ring mit, den können wir verkaufen. Da ist noch ein Griff. Ihr seid zu schnell tot. Einmal diese Endcams da, diese Kill-Slow-Motion-Dinger, die finde ich extrem cool manchmal. Vor allem im Bogen sind die geil. Wir nehmen hier einfach mal alles mit, ne? Hier aus den Blumen und so können wir später Tränke brauen. Deshalb nehme ich da immer gern alles mit. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind im Flusswald. Ja. Boah, hier ist die Landschaft schon wieder so schön, ne? Ach, ist das herrlich hier. Wieder eine Blümchen. So. Das ist echt verdammt schön. Geil, das ist nicht überall so schön, weil wir hier oft auch einfach nur an gruseligen Orten sein werden. In Sümpfen und so. Was ich übrigens auch sehr cool finde, sind hier diese ganzen Schilder. Da kann man immer gucken, wo man gerade hin. Da hinten ist Helgen. Das ist auch sehr cool gemacht. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Mhm. So, wir sind jetzt in Flusswald. Es geht dann nächstes Mal weiter, in der nächsten Folge. Onkel Alvor, dann werden wir da mit dem Alvor sprechen und werden dann mal gucken, wo uns das Let's Play hier noch hinführen wird. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr euch in den Kommentaren einfach mal austobt, dass ihr eure Meinungen schreibt, dass ihr auch mir Hinweise gebt, was ich denn so machen soll. Ne? Also wir wollen diesen Charakter hier zusammenspielen, was bedeutet, dass ich Feedback von euch brauche. Also wenn ihr sagt, nö, wir möchten lieber, dass du jetzt ein Verbrecher bist, oder wir möchten jetzt lieber, dass du zu den Sturmhänden gehst. Schreib mir das, okay? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt hier gefällt euch soweit. Wir werden Himmelsrand komplett erforschen und werden Abenteurer werden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.